Hi Leute, ich grüße euch zum Landwirtschaftssimulator 15. Mit sehr dunklen Wolken über unseren Hof. So, ich glaube, hier fehlt. Hier fehlt unser Dünger. Dass man das Fass irgendwie jetzt zum Abkippen bekommen. Das war zu weit weg. Das war zu weit weg. Na, es ist doch genug Dünger drin, aber warum funktioniert es denn nicht? Pflanzenschutzmittel ist ja eigentlich genug drin, aber warum startet der dann nicht?
Dann holen wir unseren Radlader mal hier in die Ecke rein. Stehen. So, jetzt wollen wir hier mal den Hänger abhängen. Schauen wir mal, dass wir hier drinnen den Anhänger angehängt bekommen. Weil ich vermute mal, dass der Hänger wahrscheinlich doch voll ist. Weil er produziert ja auch nicht. Das ist natürlich komisch. Nee, zeigt eigentlich nicht an, dass er voll ist. Gut, das ist jetzt natürlich komisch, warum das nicht produziert. Weil leer ist es. Das ist natürlich merkwürdig. So, aber wir wollten ja eigentlich weiter unser Feld ansehen. So, hier können wir jetzt weiter den Helfer einstellen. Genau, hier haben wir jetzt unsere Sämaschine. Hier wollten wir jetzt eigentlich das Feld weiter ansehen. So, dann geht es natürlich weiter hier mit schön unsere Runden drehen. Ja, und das Feld ist natürlich riesig. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal festgestellt. Und wenn wir natürlich einige Zeit noch brauchen, müssen wir das Feld hier komplett angesät haben. Thank you.
Tja, ansonsten müssen wir halt mal sehen, dass wir vielleicht doch eine etwas größere Sämaschine bekommen, die etwas breiter ist. Ist zwar dann, glaube ich, nicht mehr wirklich so realistisch, aber das Problem ist halt eben wirklich, wenn wir das hier alles alleine machen wollen, dann sind wir doch hier einige Zeit mit beschäftigt. Können nichts anderes machen. Ich will mal kurz schauen, haben wir denn hier irgendwas drin, das Sämaschinen, was standardmäßig schon breiter ist, weil der ist ja 6 Meter. Den haben wir ja. Und der war 9 Meter, gell? Genau. Der war 9 Meter und haben wir noch irgendwas drin an Mods vielleicht? Ne, da haben wir nur die Standardsachen drin. Genau, da haben wir nur die. Also nicht die Standardsachen, sondern halt die Standardsachen für Mods haben wir drin, die ich auch auf einer anderen Map mitverwendet habe. Das würde bedeuten, wir könnten dann eigentlich die etwas größere Sämaschine noch kaufen. Die hat wenigstens noch mal 3 Meter mehr. Das werden wir dann auch gleich tun, wenn wir hier rum sind. Weil die hat dann wenigstens noch mal 3 Meter mehr. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch noch größere Sämaschinen gibt. Aber ich kann es mir eigentlich jetzt nicht wirklich vorstellen. Ich meine, 12 Meter wäre ja eigentlich eine schöne Breite. Oder bräuchte man dann wahrscheinlich schon einen Traktor mit, weiß ich nicht, wie viel PS. Gleich unsere Runde geschafft. Ziehen wir noch die eine gerade dann vor und dann gehen wir mal den 9 Meter Sämaschine kaufen. Die hat dann doch etwas mehr Breite zu bieten. So, jetzt ziehen wir hier noch eine Spur gerade vor. Dann fahren wir schnell auf den Hof und holen die. Also fahren zum Händler und holen die 9 Meter Breite. So, ausschalten, heben und zusammenklappen. Bringen wir die mal auf den Hof. Ich glaube, wir müssten auch mal eine Waschanlage. Ich werde jetzt mal schauen. Wir haben doch einen Mod drinne. Mit platzierbaren Objekten. Und da ist auch eine Waschanlage dabei.
Wo könnte man die hier hinbauen? Hier vielleicht so her? Hm? So hin vielleicht. Ja, schauen wir mal, wie das aussieht. So, haben wir jetzt eine Waschanlage gekauft. Vielleicht vorher das Gras ein bisschen wegmachen sollen, ne? So, mal schauen, macht das überhaupt unseren. Ne, unsere Sämaschine macht es natürlich nicht mit sauber, gell? Obwohl, doch ein bisschen sauber geworden ist er. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen länger drin stehen bleiben müssen. Weil der Traktor ist ja auch noch nicht richtig sauber. Das wird alles richtig schön sauber. Einwandfrei war doch eine gute Investition. Ja, stimmt, ist alles sauber. Sehr schön. Gut. Dann werden wir sehen, wo wir die mal hinstellen. Ich würde sagen, wir stellen die erstmal hier an die Seite. Hier stürzt erstmal kein. So, cool. Jetzt müssen wir. Im Handel, welche brauchen wir jetzt? Wir brauchen die hier für Raps, genau. Gut, alles klar. Dann geht's auf zum Händler. Werden wir unsere Saatmaschine schnell holen. So, hier haben wir unseren Händler und die Saatmaschine steht auch hier hinten schon bereit. Die ist natürlich dann wesentlich größer. Die werden wir dann gleich mal in die Halle fahren zum Betanken.
So. Dann haben wir die Sämaschine schon mal dran. Dann fahren wir sie jetzt noch betanken und dann ist ja auch die Folge schon wieder vorbei. Haben natürlich nicht viel geschafft. Aber das ist auch wirklich Wahnsinn, wie groß die Map hier ist. Und das alles alleine zu schaffen, das ist schon ganz schön schwierig. Da hat man schon ganz schön was zu stemmen. Nehme jetzt einfach mal hier die Abkürzung hier gerade durch. So, wird gleich durch unser Förderband befüllt, einwandfrei. Ja, Leute, und in diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht in der nächsten Folge, dann abonniert mich doch einfach. Ja, und ansonsten alles andere in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Alles klar, macht's gut, tschüss.